Dieser Duft, wenn im Sommer die ersten Regentropfen auf den Boden treffen, das ist einfach wunderbar. Aber wie kann Regen eigentlich riechen und warum besonders in den wärmeren Zeiten? Letzteres ist schon ein Hinweis darauf, dass es weniger der Regen selbst ist, der riecht, sondern das, was er bewirkt. Die Regentropfen treffen auf den Boden und schleudern dabei feine Partikel in die Luft. Diese sogenannten Aerosole, die riechen wir dann. Der Geruch des Regens besteht aus einem speziellen Aerosolmix, der sogar einen eigenen Namen hat. Petrichor. Er besteht aus drei Zutaten, aus Geosmin, das ist ein Alkohol von Bakterien im Boden, also dem Erdgeruch, Ozon, welches beispielsweise bei Gewitterblitzen entsteht, und aus Ölen, welche Pflanzen absondern. Gerade im warmen Halbjahr, in dem die Natur sehr aktiv ist, finden wir diese Stoffe vermehrt vor. Der Geruch unterscheidet sich dabei je nach Oberfläche. Regen auf Asphalt riecht anders als Regen im Wald, weil die Zusammensetzung variiert. Besonders stark ist der Geruch, wenn der Boden besonders trocken ist. Das passiert auch meist im Sommer, wenn es lange nicht geregnet hat. Auch wie porös, also durchlöchert der Boden ist, spielt eine Rolle. Dazu kommt die Stärke des Niederschlags. Sehr kräftiger Regen durchnässt zu schnell die Oberfläche und wäscht den Duft außerdem aus. Besonders feine Nasen riechen den Regen tatsächlich schon bevor eintreffen, weil der Wind vor einem Schauer die Aerosole aus anderen Regionen zu uns treiben kann. Genauso sorgt eine steigende Luftfeuchtigkeit für diesen Geruch. Letzteres kennen wir auch von anderen Situationen, nämlich einem feuchten, frischen Sommermorgen.